höre da was. Da! Ach du Scheiße! Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Avatar Frontiers of Pandora. Und ja, ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, wir hatten das jetzt ja soweit hier erledigt, die Quest. Wie sieht's denn aus bei den Quests hier? Ach ja, wir sollten den Aranähe-Clan finden. Das ist doch zu diesem großen Baum gehen, ne? Finde den Heimatbaum der Aranähe. Aranähe. Der größte Baum im Seidenwald des Klingorwaldes. Okay. Was ist hier? Die Luft reinigen. Okay. Na gut. Eingesammelt hatten wir hier, glaube ich, schon, ne? Bei den Kampfmaschinchen. Da waren doch, die lagen doch hier rum. Und da konnte man ein bisschen einsammeln. Ja, die sind schon weg wieder, ne? Können wir noch so eine Frucht mitnehmen? Ah, der Beutel ist voll. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen gucken, wie jeitert. Beutel? Was haben wir denn hier? Ein Guerilla-Beutel. Was ist das eigentlich? Und das ist Guerilla-Riemen. Da muss ich, glaube ich, beim Charakter gucken. Der geht hier, oder? Nö. Mods? Da, dieses Ding. Dann habe ich 6% Wildtierschaden. Jo, machen wir mal. So. Was haben wir noch? Da hatte ich doch noch was eingesammelt. Das gehört bestimmt hier hin, oder? Ah, okay. Wir haben jetzt einen, der macht 13% Schwachstellenschaden. Wildtierschaden? Energie. Ich kann aber nur einen, ne? Ich kann das nur tauschen. Das ist ja blöd. Naja, ich weiß noch nicht so richtig, was jetzt das Gute ist für mich. Ja, gut. Dann gucke ich mal. Wo müssen wir denn? Das ist die Richtung. Dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus mit der Munition. Da sind wir voll. Was ist das denn, das andere da? Lass mal gucken. Kann ich hier sehen. Sturmgewehr? Haben wir keine. Besondere Munition. Dann der. Wir haben auch keine von den Explosiv... Ach so, weil wir die brauchen... Die gibt es oben auf den Bäumen, ne? Diese Dinger, diese Schwefeldinger. So, und dann hier... Da haben wir noch ein paar von. Die sind aber teuer. Ne, wollen wir nicht. Wir wollen wieder den haben. Na, jetzt habe ich das rausgefunden. Eins ist Bogen. Zwei ist die. Drei ist dieses Schleuderdings. Und bei fünf wissen wir ja, ist Sid. Denke ich irgendwie immer in Ice Age. Ah ja, es ist ein Kreuz. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Lass mich mal auf die Map gucken. So, das ist ja der Bereich, wo wir uns anfangs aufgehalten haben. Hier ist das Lager. Hier sind wir hoch, haben Nor gefunden. Dann sind wir nach hier gekommen. Sind wir ein ganzes Stück ziemlich hektisch gelaufen. Und da müssen wir wohl hin. Und was ist hier? Das ist eine Markierung von irgendwas, wo wir hingehen sollten. Ne? Ich mache da mal einen Wegpunkt hin. Da. Wupp. So. Dann haben wir nämlich die Markierung oben im... Kompass. Warte mal, passt gut, oder? Ja? Na dann mal los. Das hört sich immer an, ne, wenn die hier diese Vibrierblasen. Muss ich mich beeilen? Nö. Kann ich ja mit Ruhe machen, ne? Vielleicht kann man noch was Interessantes finden unterwegs. Da sehen wir zum Beispiel Spuren. Ist das richtig? Rote Spuren sind von bösen Tieren und die lilanen von friedlichen Tieren, oder? Hm.
Jetzt kann man da vielleicht noch ein bisschen Ruhe erkunden. Bis jetzt sind wir immer nur mit unter Panik hier durchgehastet. Ja, wir müssten mal irgendwo auf so einen Baum rauf, wenn das geht, so ein Stück. Dass wir da vielleicht... Ach, das kann ich auch so untersuchen. Korkenschuppenbaum. Man sieht ja, warum Rinde, Beulen und Risse, sodass sie wie eine Echsenhaut aussieht. Ja. Da hinten sind die schwebenden Berge. Das tut gut. Lasst mich doch mal eben was gucken. Wenn ich jetzt hier auf die Fähigkeiten gehe, wir haben 3 Fähigkeitspunkte, die wir noch vergeben können. Da ich aber noch ein bisschen unsicher bin, warte ich, spare ich mir die erst ein bisschen auf. Also da gibt es verschiedene Bereiche. Überlebende, Krieger, Jägerin, Herstellerin und das ist noch geheim. Hier habe ich schon einen Punkt reingepackt. Ich zeige den mal an. Da kann man sehen. Oh, da haben wir aber die ganze Reihe schon. Ist das, ach so, das ist Stufe 1, Stufe 1. Hier, ach, da gibt es wieder verschiedene Richtungen. Du liebe Güte. Ja, so, jetzt erinnere ich mich erst wieder. Dann haben wir noch die Kriegerin. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Was bringt das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Reim mache? Du verursachst 15% Schaden gegen markierte Feinde. Markierte? Okay. Zum Freischalten dieser Fähigkeit vorherige Fähigkeit freischalten. Ach, die haben wir noch gar nicht? Ich meine, hier unten müssen wir überall rein, ne? Bitte kriege ich ein bisschen Stärke. Ja, habe ich das jetzt mal gemacht. Weil starten müssen wir überall. Nur welchen Weg wir dann gehen, das ist natürlich dann vielleicht mal abzuwarten. Aber starten müssen wir überall mal eigentlich. Und was ist hier? Jägerin. Da weiß ich noch nicht, da warte ich erstmal mit. Ja gut, machen wir uns das mal in die Richtung auf. Gut wäre das, irgendwo mal auf den Baum zu klettern. Und zu gucken, ob wir da diese Schwefeldinger kriegen, dass wir wieder diese Explosionspfeile machen können. Ne? Das ist doch bestimmt nicht schlecht. Doch so ein Pilz, den man gut für Kochen nehmen kann. Ich weiß, den müssen wir nach links oben drücken. Mit der Maus langsam nach links oben. Dann zappelt auch nichts. So. Die kennen wir noch nicht, die Pilze. Weil die Richtung ist die... Ich höre da was. Da! Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Kann ich nicht sammeln, weil es total zerstört. Einer ist abgehauen, ne? Gott sei Dank ist das Nachladen der Waffe genauso wie in anderen Spielen auch mit R. Das mache ich schon intuitiv. Heiliger! Habe ich viel gelassen? Ach, da wollte ich gar nicht drücken, sondern hier, dann kann man das... Nö, das geht eigentlich noch. Aber ich könnte mal einen Happen essen, ne? Glaube ich. Was haben wir denn noch da? Was ist das denn hier? So eine Frucht. 100%? Ja, machen wir mal. Dann haben wir nichts mehr. Das ist alles, was ich zu essen hatte. Wie viel Munition habe ich noch? 163. Boah, ey, das war jetzt aber auch... Ich will mal auf so einen Baum rauf. Der pfeift da.
Ach so. Käfer. Da die rote Spur. Sind die noch von gerade oder sind das neue? Ich denke, mit Pfeil und Bogen hätte ich das nicht so einfach geschafft. Nee, hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch, aber das hilft mir nichts, ne? Ups, hört sich auch nicht gesund an. Bäh. Da, das ist soweit. Aber wie komme ich da ran? Ich kann ja da hoch. So. Wo war das? Da. Ne, das ist ein Ei. Das müssen wir ziehen nach oben, ne? Ne. Unten? Ne. Ah, okay. War ein bisschen komisch. Da ist sowas. Hier, hier. Wie komme ich da dran? Schwefelkapsel. Genau, die brauche ich doch dafür. Ich brauche noch mehr. Dann kann man damit nämlich... Ja, das ist noch so ein Ei. Ja, zum Essen. Aua! Mit Aua. Ach, und dann haben diese Dinger auch noch ausgelöst. Ja, komme ich hier... Warte mal, dann kann ich doch wieder das Ding nehmen. Ich glaube, ich komme da so gar nicht ran, oder? Das war... Da müsste ich jetzt auf den Ast springen. Diesmal hat es geklappt. Jetzt kriege ich nämlich noch eine. Ne? Wo war die? Hä? Hä? Da ist das Ei. Wo ist denn die Schwefelkapsel? Auch noch so ein Ei? Gibt's da doch nicht mehr. Ich muss da nicht 1000 Eier sammeln. Hier! Ich glaube, 2 ist da erstmal gut, ne? Oder? Lass doch mal gucken. Herstellen. 3 Stück, siehst du? Und wir haben noch einen, könnten wir, glaube ich, nochmal 3 machen. Ich gehe jetzt aber erstmal auf die normalen Pfeile und pack den weg. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ordentlich runterkommen. Ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind. Erstmal rauf. Runter. Ja, runter ist richtig. Genau. Jetzt gucken, dass ich hier möglichst unfallfrei runterkomme. Ja, geht. So, jetzt erstmal orientieren. Da wollen wir lang. Skillpunkte haben wir schon wieder neue gekriegt? Oder wiederholte die Meldung immer? Oh! Gehen wir hier rüber, ne? Oh, was ist das? Ist ein Pilz. Ich habe nämlich sonst nichts mehr zu essen mit, deswegen
sammle ich den auch mal noch. Da hinten ist so ein Pferd. Guck mal. So ein Sechsbeinpferd, ne? Aber wir müssen mal rüberspringen. Was ist denn hier? Irgendwas. Die haben da auch so einen Irkan. Heißt das Irkan, ne? Weberblüte ist hier. Navi-Lager. Ist das... Sieht aus wie eine Sarentu. Ja, ist auch. Sarentu? Der verschwundene Clan? Das Zeichen, sie. Muss was anderes sein. Die Sarentu sind lange fort. Katnat wird das erfahren wollen. Lass sie passieren. Die Heimatbaumkundschafter singen sie schon. Aha. Ich kann dich jetzt hier beklauen. Waldnektarwabe, Kochzutat. Aha. Das ist auch komisch, ne? Irgendwie habe ich da Hemmungen, die Leute einfach so im Vorbeigehen zu beklauen, wo sie daneben sitzen. Aber ich denke mal, wenn das nicht so sein sollte, würden sie das ja nicht machen. So, ich muss den Weg weiter beschreiten. Die Richtung müssen wir gehen. Ah, interessant. Aber ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts so weiter, ne? Wir hatten ja da was markiert, den Wegpunkt gesetzt. Da wollen wir erstmal hin. Und da sollen wir hin. Das ist bestimmt der Clan, wo wir hin sollen. Aber erstmal gehen wir hier hin. Müssen wir mal gucken. Naja. Ein Rolltier. So was gibt es ja auch. Ne? Gibt ja Spinnen. Die sich tatsächlich die Hänge runterrollen lassen. Machen die Beine so, dass sie wie so ein Rad sind, werfen sich auf die Seite und purzeln dann die Gänge und die Hänge runter. Gibt es wirklich, auch auf der Erde, ja. Pandora gibt es sowas offenbar auch in größer. So, immer schön die Markierung im Blick behalten, ist dann die Richtung, ne? Moment. Ah, okay. Die sind böse. Halten wir uns ein bisschen in die Richtung. Aber komische Geräusche, ne? Oh, da kommt was. Oh, da kommt was. Der kommt doch nicht hier hoch, ne? Da hinten ist er. Das hört sich immer an. Die Richtung ist eigentlich die. Oh, wir sind schon zu weit. Muss in die Richtung gehen. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann hat er mich aber wieder, oder? Viecher. Ich glaube, da kann ich jetzt noch nichts gegen machen, ne? Boah! Oh, gehen wir doch in die Richtung erstmal, wa? Oh! Ende! Da sind zwei ineinander. Oh, das war jetzt ab. Oh, da sind Feinde. Ah.
Warte mal. Das jo. Drei Soldaten sehe ich. Vier Soldaten. Und zwei von den Exoskeletts. Ach du Scheiße. Uah, lauf! Warum muss ich mich auch mit denen anlegen? Was ist denn da los? Was macht denn da so ein Geräusch? Ist da auch noch so ein großes Vieh? Mach doch mal weg. Ich sehe doch nichts. Oh oh. Sind das auch die, die mich angreifen? Feinde! Es war hier, ich schwör! Nach der Spitze alle! Wie geht das? Ich häng fest. Shit! Scheibenkleister. Lauf! Oh, die machen mir die Hölle heiß hier. Aber was macht da so ein Lärm? Da ist so ein Tier. Ach, das ist eingesperrt. Wo sind denn die? Die sind da. Ah, das müssen wir befreien. Finde den! Feinde lokalisieren! Haben wir sie? Das sind doch die anderen, die weglaufen, oder? Ich muss es jetzt riskieren. Ich will ja hier looten. Essen? Guerilla-Magazin? Du bist eingesperrt, ne? Taumelmunition. Ach, hier gibt's auch noch Munition, ne? Ah ja, kann ich nicht aufnehmen. Der ist weggelaufen. Ja, und was mache ich jetzt hiermit? Mal gucken. Da liegt auch noch was. Nicht, dass der da jetzt rauskommt und mich angreift hier. Was wollen die mit den Tieren? Warum fangen die die? Ich würde dich ja befreien, aber ich habe Angst, dass du mir dann den Arsch aufreißt. Kann ich hier noch was looten? Nee, ne? Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich schieße da von Entfernung was rein, ne? Geh mal hier so ein bisschen hinter dem Baum, obwohl, wo soll ich denn dann hin? In welche Richtung müssen wir überhaupt in die? Ich, warte mal.
Habe ich keinen mehr. Kann ich noch welche machen? Ja. Oh oh. In die Richtung muss ich auch. Heide, nein. Dann verfolgen wir mal weiter unser... Wo bist du denn jetzt lang? Ja, das passt schon. Hier haben wir ja was markiert. Da ist ja auch irgendwas Interessantes dann wohl, ne? Mhm. War die Geräusche immer. Da ist ein Weg. Da ist das Tier. Das kann ich halt erst erkennen. Hat sich in Schlamm geirrt. Ich hau lieber ab. Ich glaube nicht, dass das herkommen will, um sich zu bedanken. Oh oh. Hier ist das, wo ich hin wollte? Nee, warte mal. Das habe ich aber schlecht gemacht. Wir müssen... Ist das das Gebilde hier? Ja, anscheinend, ne? Darauf. Da ist bestimmt so eine Pflanze, ne? Oh oh. Da habe ich Glück gehabt. Ist das der, den wir dir befreit haben? Ey, hier ist aber ganz schön Viehzeug. Am besten nicht da runterfallen. Und da muss ich jetzt auch hochspringen. Oh, scheiße. Hopp. Ah, diesmal hat's geklappt. Ich möchte ungern da runterfallen. Wo der Wache schiebt da. Aber interessant ist schon, ne? Ich kann erstmal diese Markierung wegnehmen. Geht doch, oder? Wegpunkt festlegen. Wegpunkt entfernen. Ja, ist ein kurzer Tipp auf. Man weiß nie so genau, festhalten oder... Ja, hier geht's weiter hoch, ne? Oh, jetzt klettern. Einen Fuß falsch setzen und den direkt vors Maul fallen. So. Was ist das denn hier? Quetschmoos. Hatten wir doch schon mal, ne? Ah, jetzt muss ich schon wieder hier. Nein. Nein. Runterziehen, auch nicht. Ah. Nach links. Oh. Und nö? Da. Hau da mal ab da unten. Hier ist nichts. Ich bleib hier oben bis zum St. Nimmerleinstag. Warten geht nicht. Bis dahin bist du verhungert. Und jetzt muss ich da rüberspringen? Ist nicht dein Ernst. Uah, staubt. Darüber springen? Das muss doch schief gehen. Da gehe ich doch drauf bei. Wie war das noch? Aufladen, laufen und mit Shift-Geschwindigkeit.
Oh, boah. Geschafft. Ich kann es kaum glauben. Geht's noch höher? Hm. Die Brücken hier sind mir lieber. Nein! Och nee, nicht schon wieder springen. Aber die Aussicht, sagenhaft, was ist das denn? Sieht aus wie ein Drachenflieger, der steht aber in der Luft. Da ist noch einer. Guck mal, da hinten die Berge, ne? Da ist nur Felsen. Ist das außerhalb der Map oder? Welche Richtung gucken wir eigentlich? Wir gucken in die Richtung. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Oder gucken wir bis da hinten? Yo. Geh mal ein bisschen. Wir gucken bis hier hinten raus. Ob das noch mit zur Map ist oder ob das quasi außerhalb der Map-Deko ist, das weiß ich nicht. Hopp! Ich wäre beinahe nochmal gesprungen. Und dann dazwischen und runterfallen. Also von hier aus sind wir mit Sicherheit tot. Guck dir mal die Höhe an. Aber jetzt müssen wir gleich oben sein. Da! Da ist doch wieder so ein Ding. Ist das nicht was, wo ich da meinen Zopf dran machen kann? Ja, nicht? Doch. Das sind doch die Markierungen, oder? Diese grünen. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwie Skillpunkte oder sowas. Oder irgendeine Fähigkeiten. Haut doch mal ab da unten. Wo ist er eigentlich? Kann ich gar nicht sehen. Der wartet da unten. Ich krieg dir und dann fress ich dir. Hopp! Hier können wir wenigstens rüberlaufen, ne? Jo. Hat sich gelohnt, hier mal einfach mal hochzuklettern. Na dann, verbinden wir mal. Du kannst nun herausziehen verwenden. Drücke V, um einen Nahkampfangriff gegen einen MPA auszuführen, wenn sich dieser in einem Notzustand befindet. Also wenn der zum Beispiel betäubt ist oder mit einem SID gehackt wurde. So kannst du einen RDA-Piloten gewaltsam aus seinem MPA zerren. Ach, die nennen die Dinger MPA. Wo kommt das her? MPA? Irgendwie A ist bestimmt Anzug, persönlicher Anzug, maschineller persönlicher Anzug, irgendwie sowas. Oder maschineller Panzeranzug. Ja, gut. Okay. Das ist wieder. Das sind Ahnenfähigkeiten. Naja. Geh zu den Skills. Skills sind Fähigkeiten, ne? Ja, 4. Guck mal. 1, 1, 0, 0. Da spare ich noch ein bisschen auf, bis ich vielleicht ein bisschen besser durchblick. Weil das kann man ja nicht mehr rückgängig machen. Im Seven Days gibt es ja dieses Getränk, womit man alles hier löschen kann, ne? Dieses Vergisselixier. Dann hat man alle Punkte wieder zurück und kann die neu vergeben. So, und jetzt muss ich vorsichtig wieder runter, sonst gehen wir dabei drauf, ne? Ach, du liebe Güte. Hopp, ist runter leichter als rauf? Ich fürchte fast, ne? Kann ich da hinspringen? Weil da müssen wir doch nicht unbedingt hin, oder? Hopp, oh, das ist ganz schön tief. Ui, das ging so gerade noch gut. Boah. Alter Falter. Das ist nichts für mich, das ist gefährlich. Es ist ja immer noch da. Wenn das aber doch der ist, den wir da gerettet haben, dann ist der ja vielleicht lieb, ne, wenn er uns erkennt. Aber das hört sich nicht lieb an, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo muss ich denn jetzt lang? Da, ne? Nicht vorbeispringen. Guck mal, hier liegt was. Durchsuchen. Rebenpilz, Kochzutat. Okay, da ist noch was, ne? Schutzfrucht. Der steht da unten und wartet, dass wir runterkommen, damit er uns
alle machen kann. Ja, runter geht aber trotzdem leichter, würde ich sagen. Ach, der hat sich da hingelegt. Da bin ich mal echt gespannt, wenn ich jetzt da hingehe, ob der uns dann angreift. Normalerweise sind die böse. Guck mal, das wird lila angezeigt. Normalerweise sind die aber rot und machen Aua. Hier rüber. Ach, guck mal, da leuchtet, ne? Das ist diese Schwachstelle. Wenn ich da reintreffe, dann ist der sofort tot, ne? Der macht jetzt aber keinen aggressiven Eindruck. Erkennt er mich, weil ich ihn freigelassen habe? Ich riskiere es jetzt einfach mal. Wir müssen in welche Richtung? Warte mal, ich mache mal eine Markierung. Wir müssen ja dahin, ne? Dann setze ich da auch mal eine Markierung. Wegpunkt. Ja, in die Richtung. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil... ich traue mich nicht. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Der ist nicht aggressiv, guck mal. Ich muss aber da... Ich will da hochklettern. Das sind so treppenstufig, da kann ich bestimmt hochklettern. Guck mal, der macht gar nichts. Hallo. Jo, der war lieb geblieben. Den kann man auch jagen, dann gibt es auch Fleisch, aber ich sehe da keinen Grund für jetzt. Da ist eine Kletterpflanze, gehen wir da mal hoch. Richtung? Ja, Richtung passt. Immer noch 750 Meter durch den Dschungel hier. Okay. Guck mal, da ein Teich. Mit Schwimmpflanzen drauf. Oder zumindest sieht das so aus, als denn hier. Ach, guck mal. Das ist kein Teich, das ist eine Anlage. Da kann man noch mit Sicherheit was looten, ne? Ja. Kann man. Mal gucken, habe ich eigentlich noch zu essen? Ja, nicht so viel. Vielleicht finden wir ja hier noch mehr. Müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken, bevor wir weitergehen. Aber da schweben diese Hubschrauber in der Luft. Naja gut, aber ich würde sagen, bevor wir das uns jetzt mal genauer angucken hier, das machen wir beim nächsten Mal. Dass die Folgen nicht ganz so lang sind. Dafür in 4K, wenn ich die noch länger mache, dann rendern die mich zu Tode. Deswegen... Ist das eigentlich lang genug? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich fand das ganz gut, dass wir jetzt nicht so nur so Power-Action hatten und mal so ein bisschen erkunden konnten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weitermachen. Bis dann, bye bye und tschüssi.